Steinmatter Erde. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dem diesjährigen Projektkonzert an der Großmühle. Das Projektkonzert ist der musikalische Höhepunkt des Jahres und es ist das zweite Konzert in diesem Jahr aufgrund der dreijährigen Pause. Wir freuen uns ganz besonders auf das auf mehrere Gutsängstücke unserer schwedischen Gastschülerin Schulin. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir sind sehr gespannt auf die Feline Frontiers, die heute Abend die Version der von Lady Gaga performen wird. Außerdem hören wir gleich etwas die Chiquitita. Dort sind Sie alle herzlich eingeladen zum Mitsingen. Viel Spaß heute Abend. Thank you.
Ja, als nächstes geht es weiter mit unserem nächsten Solisten Hanna Kossack aus der 9C mit Really Don't Care und Laura Otto aus der 11C mit Opportunity. Ja, und anschließend folgt Coming to the Music, eine Promotette von Josef Martin. Ja, viel Spaß! Ja, das wünsche ich mir auch. Thank you.
Gänsehaut macht. Und Gänsehaut. Vielleicht kriege ich immer Gänsehaut. Das ist Thank you.
trage Ihnen heute einen neuen Text von mir vor. In dieser trägt den Titel Belgenland. Wozu brauchen wir das Öl? Wozu brauchen wir das Geld? Wozu brauchen wir das Gold? Wozu brauchen wir die Welt? Fragt die Herrscher, fragt die Lords, fragt die Reichen mancherorts, fragt sie, wozu all der Stolz? Es dient ihnen als Feuerholz. Ein Feuer gegen eigene Kälte, vor ihrer Taten sind sie warm. Der allgemeine Durchschnittsmensch wird draußen vor der Türe arm. Mit Öl schuf man das Feuertier, als Zunder vom Geld das Papier, aus goldenen Barren eine Wand, um ihn zu dämmen, den Weltenbrand. Die Welt, die sie dort niederbrennen, ist die, auf der wir alle leben. Und bald wird sie zu Asch zerfallen. Wir sollten sie zu löschen streben. Doch alle wurden wir betrogen. Die Fürsten hauen ungelogen. Sie tanzen fröhlich, Hand in Hand, ums Lagerfeuer Weltenbrand. Und hören kann man tausend Seelen starben in tausend kalten Kriegen. Und wir machen sie Friedenslieder? Am Feuer gibt es keinen Frieden. Wir werfen Menschen in das Feuer und schreien, der Frieden wäre uns teuer? Wir schlagen untereinander tot um einen Platz dort an der Glut. Wir dienen nur den reichen Narren, die den Brand der Welt entfachten und bringen ihnen Opfergaben, damit sie uns das Glück verachten. Sie wärmen sich die alten Hände und mit der Welt geht es bald zu Ende. Alsbald betritt ein neuer Gast den Ort der königlichen Rast. Blass knöchern mit einer Sense, ein gnadenvolles Urphantom, angelockt von einem Lachen, es bringt der Feuerteufel Lohn. Sie werden auch noch lachen wollen, wenn Feuer ihren Leib brennt wohl. Nur Vater Tod wird seine Hand dann doch an unserem Weltenbrand. Danke.
Thank you.
dürfen wir sich zum Sekt einladen, zur Brezel. 20 Minuten, ist es in Ordnung? So, ich hoffe, Sie haben sich jetzt nach der Pause informiert und wir haben jetzt wieder eine volle Konzentration. So, gleich hören wir das Talent gegenüber Eckert, der seine Gitarrenimprovisation beim nächsten Lied I Found präsentiert. Außerdem stimmen wir den nächsten Arbeit an, und zwar bei mir, und da sind Sie auch wieder zum herzlichen Willkommen da.
aufstehst, Mama Mia. Thank you.
Ja, das sind jetzt meine 97. Listen, Jeremy Bayer und Philippe Franke, die für Sie Shallow von Lady Gaga und Bradley Cooper singen werden. Dazu spielen Julina Eckert und Julian Gärtner den Auftritt der beiden Interpreten bei den Oscars 2019 nach. Genau. Es folgt außerdem das Lied 17 von Ben Kuka und Charlotte. Und ja, bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass der Musiktheaterkurs der 11. Klasse am 22. Juni ein Theaterstück spielt. Und das Lied 17 ist aus dem Theaterstück. Und ja, wir suchen noch nach Zuschauern. Also bei Interesse. Das Theater ist am 22. Juni und Karten gibt es bei Herrn Rauch. Kostenlos. Ja? Und es gibt auch ein chinesisches Buffet. Danke, Mann. Ja, also es gibt auch ein chinesisches Buffet. Und genau. Außerdem wird der Chor jetzt auch noch Deo, die Carus Grazia singen und Feline. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß. Da brauchen wir auch Sie als Publikum, nämlich wir brauchen jetzt den Applaus, den Sie damals hatten, als Sie einen Grammy gekriegt haben, den ich gerade auch bei den Cooper. Sie wissen, das kennt das Video nicht jeder. Wir spielen es jetzt nach. Also, was für eine Musik los mit dir mal? Jetzt brauchen wir noch nicht. Thank you.
Thank you.
Ja, man kann jetzt nur kurz dazwischen funken. Ich weiß, es ist schon sehr spät geworden, aber was sein muss, ist die Wertschätzung für das, was wir erlebt haben. Und das kommt jetzt gleich. Da brauche ich kurz etwas, was mir die beiden Techniker bringen. Und ich kriege auch ein bisschen Hilfe von zwei Kolleginnen. Die Band macht ein bisschen Platz auf hier. Also ich muss von mir sagen, ich fasse mich kurz, ja. Für mich ist das immer der Abend, wo man mal Ernte einfährt. Da haben wir erlebt, die machen das toll, wir haben gerade gesagt, das ist alles irgendwie gut, keiner verspielt, alles super gelaufen, alles ist aber richtig. Und ich möchte diesmal anfangen, weil ich diese Person beim letzten Mal, im September noch das letzte Projektkonzert gemacht habe, vergessen habe. Ja, ich habe immer schlaue Zettel gehabt, genau. Und das ist Chillen. Chillen müssen wir heute mal nach vorne holen, bitte. Also, jetzt muss ich Ihnen erstmal erzählen. Ich habe zuletzt vergessen, ich übe jede Woche 12 Stunden mit ihr. Und wir haben, das muss man sich mal klar machen, muss jetzt mal ein bisschen bleiben, Entschuldigung, Chinesen mögen das gar nicht, finde ich auch, nicht vorne zu sein. Sie haben eine virtuose Guzheng-Spielerin in der Schule, also wir alle. Ich genieße das total. Ich habe durch sie unheimlich viel gelernt, mich in die asiatische Klangwelt einfügen zu müssen, weil wir diese Musik erarbeiten. Und das ist nicht etwa bloß einfach ein Volkslied, was sie darauf spielt, sondern das sind wirklich schwere Sachen. Bei der Gelegenheit mal ganz kurz noch eingeflochten, am 22. Juli spielt sie 3 solcher Werke. Aus Zeitgründen, ich wollte, hatte mir noch einen Joke ausgedacht, ich wollte immer meine Noten ausrollen, die gehen von der Barnecke bis da hinten an die Tür, sondern die aneinander, die so aneinander geklebt. Ja. Da sagen Schüler, das lag das Stück, ja. Also 14 Minuten, davon spielt sie 3. Sie haben es gleich hier vorne gesehen. Ein herzliches Dankeschön und jetzt bekommt sie dafür mal für diese besondere musikalische Leistung ein iPad geschenkt von unserem Fördervereinsvorsitzenden und einer Rose dazu fürs Studium. Jetzt müssen wir mal wieder vorhin, die sich hier trauen. Also wir machen mal gleich weiter mit den Gesangsolisten. Das sind die Figuren, die muss ich gleich später mal vorholen. Das ist auch so eine, die Hanna, genau, die bekommt jetzt einen Blumenstrauß. Weil die auch welche sind, die immer sagen, auch wenn wir nicht einen neuen Song machen, wir kommen in den Pausen üben, die sind da, ich komme oft aus dem Lehrerzimmer zu spät raus, ich stehe dann da und warten, dass wir üben und dann kommen solche tollen Sachen raus. Deswegen bekommt ihr heute mal einen besonderen Blumenstrauß, einen etwas größeren. Und genau so, ich kann Pia Wiese noch mal bitten, Pia Wiese. Ja, ich kann auch Pia, ich bin alle, die sagen, ja, aber ich bin da rein, wenn ich mich brauche, wenn ich da nicht mehr. Pia ist eine ganz coole, ganz super Ausbildung, wie gesagt, macht das alles so nebenbei ganz locker. Ganz lieben Dank, dass du das so toll begleitet hast. Das ist so die Krönung eines Klavierchorstückes mit eine Geige drüber schön. Vielen Dank. Und dann müssen wir auch jetzt natürlich mal, ja genau, jetzt ist mal die Randstände dran, die zähle ich jetzt auch mal auf. Ich fange mal an, die Randstände ist so eine Männerwelt, aber wir fangen mit der Dame an, die sie alle im Griff hat, ML, Marie-Lena Wilke. Aber man muss die auch mal vorführen. Ne?
Und auch hier muss ich sagen, die haben, die Mar-ML hat sie an und Jeremy hat sie jetzt ausgezogen, weil es zu warm ist. Wir haben alle die erste Rocker-Lederjacke bekommen von ihrer Schule. Genau, wir sehen sie mal eine, die jetzt morgen da aufschließen. Auch danke schön für alle Bären. Die richtig gute Musik hat. Also ich mache da sehr lange Witz, wenn ich da richtig gesehen habe. Also so eine tolle Gitarrenklänge habe ich lange nicht gehört. So, das macht richtig Spaß, das geht ab die Spitzkante. Dann, wie gesagt, jederzeit bereit zu üben, auch in den Ferien kommen die, in jeder Pause kommen die, die Proben ganz exakt werden durchgezogen, weil die sagen, ja, auch wenn sie die Zeit haben, wir müssen üben. Ja, anderen renne ich hinterher und sagen, wir müssen das machen. Und dann kommt, erreicht man was, deswegen danke nochmal euch, ein großes anderthalbstündiges Rockkonzert können Sie morgen erleben. Genauso toll, wie Sie das schon gehört haben und was Sie gleich noch hören werden. Morgen, also beim Sommerfest, es geht um 14 Uhr los, sind Sie herzlich eingeladen und dann werden Sie dieses Grüppchen nochmal erleben. Ja, also Sie müssen wissen, Rockerräder ja von der Hartsparkasse, von der Butterfly, von der Landschule, aber Sie haben sie bekommen von der Schule. Gut, schönen Dank. Ein Applaus. Eine ganz schöne Leute, die in Farbe nach vorne gehen. Und zwar gibt es ja also noch viel mehr Leute, die hier gesungen haben. Und zwar möchte ich auch die Laura Otto und die Laura Lietze und Maja Wegus und nochmal Pia Giese und Charlotte Felser und Luca Dietrich und Jeremy Meyer nochmal und Ben Menger und Lenny Gessler nach vorne. Das sind Leute, die hier solo singen. Das passiert mir immer wieder, dass ich so keine Bank nochmal vergessen bin, kriegt der den extra Applaus. Programme gegeben, die waren nicht ganz richtig gedruckt, die sind nur so für Notfälle.
bitte beiseite legen für Notfälle, nur wenn gebraucht. Hat er auch draufgeschrieben. Also so eine ordentliche Leute kann man nur schätzen. Vielen Dank, einen Sonderapplaus an unseren Techniker. Und ich möchte mich nachher auf dieser Liste in den Vorbild der Liste wieder hinsetzen, bis wir den Chor nochmal aufstehen lassen. Auch der hat tatkräftig unglaublich was geleistet. Habe ich wieder jemanden vergessen? Helena, bitte fürs Klavier spielen. Genau, das ist wieder so. Ich brauche da eigentlich noch eine Sekretärin oder eine Sekretärin, die das macht. Ich habe den Zettel vor dir liegen gehabt, aber war nicht durchgekommen. Helene gibt jetzt noch zwei Rosen. Danke. Ja, ich sehe sie jetzt im Bild. So, okay. Jetzt muss ich der Chor noch mal kurz ergeben und sich mal zeigen, dass der Chor, die haben doch bei uns bekommen. Und wir werden uns jetzt verabschieden, wenn ich uns alle Dankeswort hoffentlich erledigt habe. Ja, ich glaube, kommt jetzt noch ein von mir. Und dann haben wir noch eine Präsentation, das Projekt sich noch auf den Elektrostand. Und ich habe bekommen. Dann bekommen wir jetzt noch meine Schmerzkraft in den Händen. Also wir haben es gleich geschafft, versprochen. Aber nach dieser Corona-Zeit ist bei uns immer so viel hingewiesen, wie viel Musik machen. Und das ist jetzt das Letzte für den Chor. Das sehen wir eben noch vor. Da brauchen wir Helene wieder am Mikrofon. Ja? Ja, danke. Und werden das dann in der 12. auch erleben. Weil wie ihr reist ja dann in der 11. Ne? Das wechselt immer. Mal habe ich das in der 12. in der 11. Studienfach Kunst und Musik Paris. Und das kommt da rein, wenn so ein bisschen unterstützt. Wir waren in tollen Konzerten. Unter anderem in der Philharmonie bei Bruckmerz 6. So, neben Mahlers. Jetzt kommt einfach von mir. Thank you.
Bilder. Edding. Genau, da ist es hier. Hat nämlich für den morgigen Handschreibenabend vorbereitet. Das war die Augenlaufplatz, und das wir stapeln alle hier, dort hinten an der Seite schön hoch auf.
aufstapeln, schwarze und graue bitte aussortiert. Also schwarz und grau, das nicht mischen. Das gilt auch für den Chor. Jetzt muss ich genau erinnern, der Chor müsste bitte die Stühle auch gerade wegbekommen, weil wir die Flügel dann abdecken und vor die Glaswand schieben müssen. Also da müsst ihr wieder als Chor und ihr wisst, die Chorwaffen, die etwas zusammen. Hanna Kossack meldet sich gerade, möchte die Chorwaffen alle zusammen. Alle Chorwaffen zu Hanna und jeder bringt sein Stuhl irgendwo weit weg, zumindest weit weg von der weißen, mit der Glaswand. Also von mir für morgen noch meine herzliche Einladung mit dem Abschluss der Welt und dann ein Rammstein-Konzert spielen und jetzt noch vier Erfolg euch und viel einen guten Gruß von letzten Wochen.